abseits des Massenmarktes mit Großtiteln wie Assassin's Creed, Battlefield und Call of Duty wächst das Spieleangebot an Indie-Titeln voller neuer Ideen und Konzepte, oftmals auf kleinem Budget. In unserem dritten Teil der Spieleperlen 2016 stellen wir euch Spieletitel vor, die im Mainstream-Trubel untergingen, sich aber als wahre Geheimtipps entpuppten. That Dragon Cancer beschreibt eine interaktive Leidensreise eines kleinen Jungen auf seinem Weg zum Tod. Hier geht es weniger um spaßiges Gameplay, sondern um ein autobiografisches Erlebnis. Nach dem Tod des fünfjährigen Joel Green verfassen seine Eltern mit beachtenswerter Kickstarter-Unterstützung eine Art spielerischen Nachruf. That Dragon Cancer ist eine Ansammlung von Szenen aus dem Krankheitsverlauf. Manche sind banal, andere bestehen aus Metaphern und greifen Themen wie Spiritualität oder Verzweiflung auf. Mit seiner ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte und dem biografischen Ansatz hat das Spiel 2016 für Schlagzeilen gesorgt und wurde sogar prämiert. That Dragon Cancer hat Beachtliches geleistet. Es zeigt, dass die Indie-Branche weiterhin ein Quell ungewöhnlicher Konzepte ist und dass PC-Spiele als Medium ihren Spielern Zugang zu gänzlich neuen und manchmal sogar schmerzlichen Erfahrungen erlauben. Abzuwind führt den Spieler in die Wunderwelt des Meeres, wo nicht nur allerlei fremdartig anmutende Wesen, sondern auch die Geheimnisse einer alten Zivilisation schlummern und zum nachdenklichen Verweilen einladen. Abzu ist kein Adventure der üblichen Machart, mit komplexen Puzzles oder viel Story und Dialog. Im Vordergrund steht vielmehr das audiovisuelle Erlebnis. In Abzu geht es nicht darum, möglichst schnell zu schwimmen, möglichst viele Tierarten und Sammelgegenstände zu entdecken oder ähnliches. In Abzu ist der Weg das Ziel. Powerzocker sind mit Abzu schnell fertig, denn um das Ende zu sehen, reichen bereits 1 bis 2 Stunden Tauchgang. Die Ehrfurcht vor den Wundern der Natur wird aber auch schon mit einem kurzen Abstecher in die Unterwasserwelt geweckt. Vom Meer geht es mit Offworld Trading Company ins All. Hier erwartet uns ein waschechtes, flottes Echtzeitstrategiespiel auf dem Mars. Anstatt zu kämpfen, wird eher auf den Aufbau einer funktionierenden Wirtschaft gesetzt. Dazu schürfen wir kostbare Mineralien, bohren nach Wasser, erzeugen Nahrung und Energie und lassen Luxusgüter wie Elektronik, Glas und Chemikalien herstellen. Fehlende Waren werden günstig eingekauft, überschüssige Lagerbestände so gut wie möglich vertickt. Ziel ist es, unsere Mitbewerber, die ebenfalls in Echtzeit die Karte besiedeln, möglichst schnell auszustechen und ihre Firmenanteile nach und nach aufzukaufen. Seine Stärken entfaltet das Spiel vor allem im Multiplayer. Es gibt aber auch eine halbwegs brauchbare Solo-Kampagne und Skirmish-Partien. Neben dem Hauptspiel sind auch schon mehrere kleine DLC-Erweiterungen für je 5 Euro erschienen. Weiter geht's mit Superhot, welches sich selbst als eines der innovativsten Shooter beschreibt. Die Besonderheit im Gameplay liegt darin, dass Zeit sich nur bewegt, wenn man sich selbst bewegt. Schnell gewöhnt man sich als Spieler an einen Rhythmus, der nicht weiter von nervösen Shootern à la Doom entfernt sein könnte. Reflexe zählen hier nur so viel wie Übersicht und räumliches Bewusstsein. Wo stehe ich? Sind hinter mir noch Gegner? Kann ich Projektilen ausweichen? In Verbindung mit stylischer Grafik und angenehm verschwurbelter Verschwörungsstory ergibt es einen abgefahrenen Trip, der zu den absonderlichsten Spielerlebnissen 2016 gehört. Als Zusatzhighlight gibt es das separat erhältliche Superhot VR, welches das coole Spielprinzip für die 3D-Brille Oculus Rift adaptiert. Grau in Grau ist der Büroalltag für den Protagonisten in Stardew Valley. Kurz vor dem Burnout zieht er oder sie die Notbremse und mit dem ganzen Hausrat aufs Land. Melonenmarmelade, Ziegenkäse, Met, eingelegte Auberginen. Im Lauf der Jahreszeiten erntet und verarbeitet ihr das von Hand aufgezogene Obst und Gemüse, pflegt eure Tiere und knüpft Bekanntschaften mit den Einwohnern des kleinen Dörfchens nebenan. Dank vieler Crafting-Optionen und jeder Menge Samen und Tierarten gibt es aber stets mehr als genug Spielraum, um die Erträge und den Aufbau des Bauernhofs zu optimieren. Eine leichte Action-Note erhält die liebenswerte Bauernsimulation durch die Minen, in deren zufällig generierten Schächten wir allerlei Ungeheuer bekämpfen und wertvolle Materialien einsammeln können. In Zukunft sollen sogar gemeinsame Landausflüge möglich sein, sobald der geplante Koop-Modus nachgereicht wird. Aus einem anderen Genre präsentiert sich Sorcery, was auf der kultigen Vorlage des britischen Game-Designers Steve Jacksons basiert, der in den 80ern die Fighting-Fantasy-Spielbücher miterfand.
Entsprechend viel gibt es in Sorcery zu lesen. Das Spiel ist im Grunde ein toll geschriebenes, interaktives Buch mit hunderten kleinen Abenteuern und Geschichten. Fast alle Situationen lassen sich auf mehrere Arten lösen, etwa durch Gespräche, Kämpfe, Bestechung oder den Einsatz eines Zauberspruchs. Das sorgt für hohen Wiederspielwert, außerdem können wir jede Entscheidung bequem rückgängig machen und Spielstände lassen sich sogar in spätere Kapitel übernehmen. Als nächstes stellen wir euch Grim Dawn vor. Für Grim Dawn entwickelte Crate ein völlig neues, düsteres Szenario in einer apokalyptischen Fantasy-Welt. Wir putzen reihenweise Zombies, Monster und mutierte Riesenviecher von der Bildfläche, sammeln unfassbare Mengen Beute ein, statten unseren Charakter aus und entwickeln ihn im Laufe der Zeit stetig weiter. Die Story ist zwar nicht der Rede wert, das Gameplay dagegen präsentiert sich angenehm ausgereift und klassisch. Wie in Titan Quest bietet Grim Dawn ein duales Klassensystem, in dem wir frei aus zwei Talentbäumen wählen dürfen. So kombinieren wir die Fähigkeiten von Nahkämpfer, Elementarmagier, Schusswaffenexperte, Schamane, Schurke und Okkultist frei nach unseren Wünschen. Die enorm düstere Spielwelt ist detailliert und riesengroß. Das Spiel bietet dank seiner vielen Klassen, Items und mehrerer Schwierigkeitsgrade hohen Wiederspielwert. Eine Erweiterung ist bereits in Arbeit, die neue Gebiete, zwei frische Klassen und massenhaft Gegenstände hinzufügen soll. Von Fantasy entfernt, wer eine Prise Nostalgie in einer eher unerwarteten Form serviert bekommen möchte, ist bei Punch Club genau richtig aufgehoben. Die Mischung aus einem simplen Taktik-Rollenspiel und einer Lebenssimulation lässt die Leinwandhelden und Zeichentrickfilme der 80er Jahre aufleben. Außerdem stellt das eher einfach gestrickte Spiel uns vor die Herausforderung, das harte Leben eines Amateurboxers zu meistern und obendrein den Spuren des mysteriösen Mörders unseres Vaters nachzugehen. Am Ende gilt es, eine möglichst perfekte Balance aus Trainingseinheiten und Alltagsleben zu finden. Das Spielprinzip ist trotz der fehlenden Komplexität für zumindest einige Tage so suchterzeugend, dass man kaum von Punch Club loskommt. In Anbetracht des schmalen Preises ist der sympathische Nostalgietrip ein echter Geheimtipp. Zuletzt haben wir für euch Headlander. Hier steckt unser Held in der Krise. Er muss feststellen, dass er der letzte überlebende Mensch im Universum ist. Außerdem besteht er nur noch aus seinem Kopf. Doch dank seines flugfähigen Astronautenhelms kann er die Kontrolle über jegliche Roboter übernehmen. Das klingt zwar reichlich skurril, doch das Spielprinzip sorgt für viele unterhaltsame Rätsel. In der ziemlich großen Spielwelt brauchen wir etwa unterschiedliche Roboter, damit wir an bestimmten Türen vorbeikommen. Neben den Rätseln müssen wir uns auch mal gegen Feinde wehren, was aber aufgrund der manchmal ungenauen Steuerung für einige Frustmomente sorgen kann. Doch insgesamt ist Headlander dank seiner ungewöhnlichen Rätsel eine willkommene Abwechslung im Genre und daher fraglos eine Empfehlung wert. Wer noch nicht genug hat, der findet in unseren ersten zwei Teilen unseres Specials weitere Indie-Perlen, die uns abseits des Mainstreams begeistert haben. Solltet ihr noch einen persönlichen Spielegeheimtipp haben, dann schreibt es in die Kommentare und gebt den Spielen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.